Wir schauen erstmal, also was noch geht miteinander, ja? Weil eine Trennung ist immer was, was sehr kostspielig ist und also emotional und manchmal auch Geld und Kinder, wenn da noch dabei sind. Aber das wirkliche Ziel ist eigentlich, dass es beiden besser geht. Wenn es noch nicht ganz so lange gedauert hat, dann ist es oft so, dass die Liebe nicht mehr spürbar ist, weil das andere im Vordergrund ist. Und wenn die Zwiste und die Konflikte dann bereinigt sind, dann kommt es wieder, wenn es noch nicht ganz verschüttet war. So wie ich die Paartherapie mache, ist es eigentlich eine doppelte Mini-Einzeltherapie. Jeder für sich soll lernen, vor seiner eigenen Türe zu kehren und dann kann man die Interaktion danach bearbeiten oder so, sodass jeder auf sich selber zurückgeworfen wird und bei sich was machen kann, weil das ist sowieso der einzige Ort, wo man überhaupt was machen kann. In dem Moment, wo ich mich in einem geschützten Raum befinde mit dem anderen und nicht mich innerlich wappnen muss, weil ich schon weiß, wann noch nicht weiß, wann der nächste Angriff kommt, kann ich mich natürlich ein bisschen mehr entspannen oder so, auch wenn ich dann als Schiedsrichter dazwischen sitze. Und viele sagen auch, dass sie sich gewisse kontroverse Themen daheim merken und die man mit hierher bringen und dann lieber hier besprechen, ja, damit weniger Blut fließt. Also dadurch, dass man miteinander schon mal so wohin gegangen ist, das heißt ja, wir greifen es an. Ne? Weil was oft der Fall ist, ist, dass dieses Wir-Gefühl verloren geht oder so. Na, jeder ist allein auf seinem Posten und kämpft gegen den anderen, ne? Wenn es eine Beziehungskrise ist. Aber wenn wir dann wohin gehen, dann ist alleine das schon ein Schritt, der eine andere Ebene einzieht. Und das dient auch dazu, dass der Partner sein Gegenüber besser versteht und den in seiner Geschichte besser versteht und seine wunden Punkte deutlicher wahrnimmt. Und dass sie dann sehen, ja, sie können es schaffen, dass sie dann auch doch zusammenbleiben können oder so. Dafür sind sie wirklich dankbar, weil sie wissen, dass sie es alleine nicht geschafft hätten.